Ja, herzlich willkommen zurück hier im Kellerstudio vom Erlacher Hof live am Berner Digitaltag. Da sind wir schon wieder, die Pausen sind kurz und zack, schon wieder mit dem neuen Thema da. Und zwar mit dem Thema Innovationen für eine smarte Hauptstadtregion. Klingt einigermaßen trocken, soll es aber nicht sein, weil in dieser Runde habe ich ein paar tolle Leute da, die Unternehmungen haben, die Unternehmungen gegründet haben. Ganz spezieller Natur, ganz unterschiedlicher Natur, und die möchte ich doch sehr schnell vorstellen. Da haben wir einerseits den Christian von Onhauser, Gründer von Teachy. Wir haben den Stefan Flück, Gründer von Apentura, und wir haben den Michael Salter, Geschäftsführer vom Zentrum für Innovation und Digitalisierung, Abkürzung ZITI, ich habe es jetzt hoffentlich richtig gesagt. Absolut. Herzlich willkommen. Schön, seid ihr hier. Wir werden im Verlauf der Sendung hoffentlich noch Elisabeth Cäsar überkommen, Gründerin und Geschäftsführerin von SpectU. Aber wir werden jetzt mal mit den drei Herren starten und schauen, was die mit ihren Unternehmungen zu bieten haben. Fangen wir mal beim Herrn von Onhausen an, Teachy. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, es ist eine Plattform, wo ich lernenderweise bei euch irgendwie kann ansuchen kann. Um was geht es bei Teachy genau? Genau, Teachy steht für Teaching the Youth. Und ich habe jetzt meine nächste Lebenszeit verschrieben für die Jugend. Also ich möchte den Jugendlichen helfen, dass sie ihre Potenziale entfalten können. Und Teachy bietet hoch individualisierten Nachhilfeunterricht an und Förderunterricht auf allen Stufen, in allen Fächern. Wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren über 40.000 Lektionen organisiert, von Mathe bis Deutsch, Französisch. Wir helfen den Kindern aber auch bei ihren Lernskills. Und meistens melden sich Eltern bei uns, die jetzt auch gerade während der Corona-Zeit nicht eine leichte Zeit hatten, sag ich jetzt mal, und froh waren, dass es quasi neben den Schulen ein zusätzliches Angebot gab, wo wir die Schüler auf ein nächstes Level bringen können. Und das war natürlich auch eine sehr spannende Zeit während Corona, und da kann ich nachher auch gerne noch ein bisschen mehr. Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zurück, weil ich wahrscheinlich denke, dass wir, oder dass ihr alle unterschiedliche Erfahrungen mit der Pandemie jetzt sogar gemacht habt oder macht. Kommen wir aber zuerst zum Stefan Flück, Gründer von Apentura, ein Geschäft, das ganz anders in einem ganz anderen Business unterwegs ist als Teachy, nämlich eher in Freizeit, sage ich das richtig? Genau. Also wir haben Erlebnisgeschenke, die beliebt und total eigentlich sinnvoll sind, dass man ein Erlebnis schenkt, digitalisiert, so weit wie das möglich und vor allem auch sinnvoll ist. Es funktioniert so, ich kann bei uns auf der Webseite ein individuelles Erlebnis für jemanden zusammenstellen, kann das schenken mit einer coolen Verpackung auch, dass man auch etwas Physisches hat. Und dann wechseln wir eigentlich aufs Smartphone. Also die beschenkte Person wählt dann den Termin und wo es soll losgehen und wird, wenn es dann soweit ist, mit Anweisung auf dem Smartphone Schritt für Schritt durchs Erlebnis geführt. Und das Ganze ist dann eine Überraschung, also sie hat keine Ahnung, was sie erwartet. Und die Bandbreite, kann man da sagen, vom Fallschirmspringen bis zum... Absolut. Also eigentlich, aber die Ursprungsidee ist so ein bisschen Abenteuer. Es kommt aus dem italienischen Aventura mit einer App. Wir haben noch keine App und es ist sehr wenig Abenteuer. Es hat sich ein bisschen anders entwickelt. Aber das gibt es durchaus noch im Angebot. Sehr beliebt aber sind Sachen aus dem kulinarischen Bereich. Also alles rund um Essen und Wellness und Kurzaufenthalt. Michael Salter, Geschäftsführer vom Zentrum für Innovation und Digitalisierung. Klingt spannend. Was macht das Zentrum? Also, wie es der Name eigentlich sagt, wir sind ein Innovationszentrum. Ich glaube, was man sonst speziell auszeichnet, ist, dass wir so Innovatoren wie bei uns haben. Dass wir eine Community für Umsetzer und sie eigentlich in der Umsetzung unterstützen. Das sind drei Bereiche, einerseits, indem wir Räumlichkeiten haben, aber auch in der Ausbildung, aber auch mit Zugang zu Kapital. Wir haben aktuell über 22 Startups bei uns und unsere Community ist über 50 Startups und die sich gegenseitig befruchten. Also Unternehmer wie Sie zwei kommen zu euch und sagen, ich brauche Unterstützung in diversen Bereichen, aber nicht finanzieller Natur, sondern Konzept, Lösungen, je nachdem auch Räumlichkeiten. Also sicherlich sind wir zuerst einmal eine Homebase, oder? Wir haben Räumlichkeiten, die wir treffen können, die speziell ausgelegt sind für die Startups. Und sicher eine grosse Hilfe ist eigentlich die Startups untereinander. Also das Peer-to-Peer-Programm, das wir haben. Also sie reden täglich miteinander. Wie machen ihr das? Wir bringen sie hauptsächlich auch zusammen. Und haben aber auch natürlich Zugang zu Kapital, zu Investorenclubs. Ja, wir dann auch selber investieren, je nachdem. Super, merci. Jetzt haben wir gerade die Pandemie, wir sind immer noch drinnen. Mhm. Wenn ihr es von euch aus anschaut, hat das Auswirkungen gehabt in der Anzahl von Leuten, die zu euch sind, die sagen, wir gründen jetzt genau in dieser Zeit irgendetwas, oder habt ihr von dem in dieser Richtung nichts gespürt?
Also zuerst mal bin ich hoch beeindruckt von den Startups, wie anpassungsfähig sie in der Pandemie sind, wie sie auch Gatici oder Aventura, wie sie sich darauf eingestellt haben, neue Produkte entwickelt haben. Das hat mich sehr beeindruckt. Und es ist effektiv so gewesen. Also das Zentrum für Innovation ist heute proper voll. Also wir sind weitergewachsen. Also der Erfindergeist ist eigentlich eher gestärkt worden durch die schwierigen Zeiten. Es gibt auch neue Chancen. Es gibt Startups, die im Moment wirklich abheben, wie verrückt. Und klar, andere, die gelitten haben, aber auch wieder neue Möglichkeiten gefunden haben. Bevor wir in dieser Runde weiter diskutieren, können wir es breit machen. Elisabeth Cäsal ist uns inzwischen zugeschaltet. Ich hoffe, sie hört mich an. Guten Tag, herzlich willkommen hier in dieser Runde. Hallo. Sehr schön. Elisabeth Cäsal, Sie sind Gründerin von SpectU. Erzähl doch auch uns schnell, erzählen, was hat es mit SpectU auf sich? Es ist eine Plattform, wie ich auch mitbekommen habe, unter anderem für Schauspieler, Schauspielerinnen. Erzähl doch schnell, erzählen, was man bei euch kann machen, was man bei euch erwarten kann. Ja, sehr gerne. Also SpectU eben ist eine Plattform, auf der ursprünglich Theaterstücke online gestreamt werden sollten im Sinne eines dynamischen Archivs, dass die Reichweite erhöht werden kann. Denn wir sind abhängig von unserem Theater in der Stadt und zu dem gehen wir und da gucken wir uns die Stücke an. Wie können wir also mehr Diversität erreichen, mehr Aufklärung auch im Sinne von Austausch? Indem wir die Stücke aufnehmen, indem wir sie zeigen, indem wir auch neue Formate entwickeln. Mit Corona ist dann tatsächlich, also wir sind im März 2020 dann online gegangen, ziemlich passend zum Lockdown. Da gab es dann einen ziemlichen Run, den es auch weiterhin gibt. Wir gehören eben zu denen, die tatsächlich auch profitieren, aber natürlich hat es bei uns auch ziemlich viel durcheinander gebracht. Wir sind recht von der Roadmap auch abgegangen, haben uns dann darauf konzentriert, was sind die Bedürfnisse der Theater, der Häuser, des Publikums. Und zum einen sind da natürlich die Bedürfnisse, eine Online-Präsenz zu haben, sprich, dass wir plötzlich das gesamte deutschsprachige Schauspiel, Vorsprechen online gezeigt haben, ganze Festivals online gezeigt haben. Das Theater der Welt ist ein riesengroßes Festival mit internationalen Produktionen und mindestens europäischer Sichtbarkeit, die uns sehr wichtig ist. Und zum anderen natürlich aber auch die Entwicklung neuer digitale Formate, hybride Formate mit Virtual Reality, künstlicher Intelligenz umgehen. Da haben wir beispielsweise auch ein Festival gemacht mit Partnern. Da hat beispielsweise eine künstliche Intelligenz ein ganzes Stück inszeniert und die SchauspielerInnen auf der Bühne waren die Avatare, die gelenkt wurden durch diese künstliche Intelligenz, die auch das Licht und die Musik etc. gesteuert hat. Aber natürlich auch, ganz wichtig, Theater ist Spiegel der Gesellschaft und steht auch in dieser Verantwortung, dass natürlich auch das Ganze kritisch hinterfragt wird. Was ist die, welche Art von Digitalität ist sinnvoll und auch human? Und welche Art von Digitalität kann uns vielleicht auch schaden und uns auch entfremden, entmenschlichen? Wir sollten, oder das ist SpectU's Ziel, die Dinge herausziehen, die uns als Menschen näher bringen. Beispielsweise, weil leider kann ich jetzt nicht da sein, weil wir nominiert sind für den Kulturmarken Award als Trendmarke des Jahres. Das findet jetzt leider nicht statt, übrigens, darum noch mehr schade, dass ich nicht tatsächlich analog präsent sein darf. Aber dass ich jetzt beim Berner Digitaltag online zugeschaltet sein kann, ist doch genau ein richtig schönes Beispiel dafür, dass wir eben doch Nähe schaffen können, obgleich wir entfernt sind. Jetzt noch eine Anschlussfrage. Die Kunst- und Kulturszene, wo ihr euch drin bewegt und worum es auch bei dieser Plattform geht, ist jetzt vielleicht nicht gerade, das Erste, wo ich mit einer sehr hohen digitalen Affinität in Verbindung bringe, weil halt man sich gewohnt ist, ein Theatererlebnis, das die vor Ort können, aufsaugen können. Und weil es ja auch immer darum geht, dass die Künstler als solches natürlich auch unter anderem auch vor der direkten Reaktion von einem Publikum lebt, zumindest wenn es um Theater geht, bei einem Film ist es noch etwas anders. Also was hat euch genau als Person drinnen angestachelt, wo ihr aus dem Schauspiel kommt, wenn ich es richtig nachgelesen habe, diesen digitalen Weg zu gehen? Seid ihr schon immer digital affin gewesen? Habt ihr gemerkt, dass sie Wege, wo man muss beschreiten, weil die noch nie mehr gegangen ist? Wie sieht das aus? Ja, genau. Also ich war auch Schauspieldramaturgin am Stadttheater Bern und da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr so viel reisen, ich kann nicht so viele Stücke gucken. Wir leben so in unserer eigenen Blase, sind ein bisschen wie hermetisch abgeschlossen. Wir brauchen mehr Austausch. Wie kann das stattfinden? Und dann kam die Idee mit SpectU, tatsächlich auch, damit mehr Bildungsinstitutionen informiert werden. Das, also mittlerweile
wird auch gestreamt von Schulen, Jugendclubs zeigen tatsächlich jetzt bald, gibt es ein Stück zum Thema Cybermobbing, was wir zeigen. Da haben sehr viele Schulen Interesse dran. Wir sind mit der Akademie in Wolfenbüttel sehr gut verbandelt. Wir durften Olaf Scholz Backview präsentieren, weil der gehört hat, Mensch, das ist eine tolle Sache, auch eben für die Bildung beispielsweise. Das ist wirklich einfach ein ganz fantastisches Format, um Theater den Menschen näher zu bringen. Aber, da gebe ich Ihnen sehr recht, immer mit dem Zusatz als Ergänzung in diesem Schritt. Im nächsten Schritt wird sich definitiv ein digitales Genre im Theater entwickeln. Da geht es dann wirklich darum, das ist ein Projekt, was wir auch mit Jugendclubs in Kantonen in 2022 machen werden, dass die SchülerInnen oder eben Jugendlichen in eine Rolle schlüpfen können, einen Avatar steuern können, selbst zum Avatar werden. Also sie lernen programmieren, sie lernen die Technik kennen und gleichzeitig können sie damit spielen, Rollen zu wechseln, gerade in dieser Findungsphase der Identität. Und das wiederum kann aber auch ausgetauscht werden innerhalb der Jugendclubs, aber auch der Klassenverbände etc. Das heißt, es gibt da einfach auch nochmal ganz neue Möglichkeiten, dass es eben nicht nur das abgefilmte Theater ist, in Anführungszeichen nur, weil auch das ist ein erheblich großer Wert und auch sehr nachhaltig, dass das dann eben auch langfristig abrufbar sein wird und eben nicht im Äther der Zeit verschwindet, aber dass eben tatsächlich wirklich Neues entsteht. Wunderbar, merci für den Prozessor. Wir kommen dann wieder auf euch zurück. Dann wechsle ich zum Herrn Flück mit Apentura, der wahrscheinlich ganz andere Erfahrungen gemacht hat in dieser Pandemie. So schätze ich es einfach mal, dass nämlich ganz viel, was ihr anbietet, schlichtweg nicht möglich ist. Mhm. Man hätte es wahrscheinlich auch nicht digital transformieren können, wie es bei Frau Cäsar. Mhm. Hat ihr eine schwierige Zeit hinter sich? Mhm. Ja, wir sind schon schwer betroffen. Wobei es gibt ganz viele Branchen, die vielleicht noch schlimmer betroffen waren. Also gerade die Restaurants zum Beispiel, die dann gar nichts machen konnten oder vielleicht Lieferservice. Der erste Lockdown haben wir tatsächlich keine von diesen Erlebnissen durchführen können. Wir haben die Zeit einfach dann anderweitig gut genutzt, um an der Basis zu arbeiten, eigentlich, vor allem an unserer Software. Aber der zweite Lockdown war eigentlich fast schwieriger für uns. Er ist viel länger gegangen und wir haben gleich irgendwie 90-95% weniger von diesen Erlebnissen durchführen können. Also sehr viel war nicht möglich. Das ist eigentlich der zweite war fast schwieriger für uns. Und jetzt, wo man wieder Sachen machen kann, kommen die Leute überhaupt oder sind die Leute selber noch vor sich? Absolut. Also wir haben schon nach dem ersten Lockdown haben wir eigentlich gesehen, wie schnell es wieder aufwärts geht, dass die Leute wirklich etwas erleben wollen. Und genau so ist es nachher eigentlich beim zweiten wieder. Entsprechend haben wir es gut vorbereitet. Also wir haben gemerkt, wir haben versucht, gewisse Erlebnisse zu digitalisieren, daheim anzubieten, das macht zum Teil natürlich total Sinn machen. Aber wir haben gemerkt, daheim gibt es eigentlich genug Unterhaltung, je nachdem. Und die Erlebnisse draussen erleben, ist halt für die Leute schon sehr wertvoll. Ja, Herr von Ohlenhausen, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es bei euch auch eine Situation war, weil wenn ich höre, dass ich auf dem digitalen Weg kann lernen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass gerade in der Pandemie das einen grossen Zuspruch hat bekommen. Ja, man muss ein bisschen ausholen. Also für uns war es eine Achterbahnfahrt, hoch und runter. Also wir haben profitiert und nicht profitiert. Was man wissen muss, ist, dass Teachy in der Lengers in Bern gegründet wurde. Also es ist ein recht lokales Business, wo wir lokalen Unterricht anbieten für alle Schulen und alle Schüler in Bern. Und 95% des Unterrichts hat bis im März 2020 noch lokal stattgefunden. Und dann kam der Lockdown, wir haben das verfolgt über den Fernseher, kommt jetzt der Lockdown oder nicht. Und dann hieß es plötzlich, morgen um 8 ist der Laden zu. Und was macht man jetzt? Man hat irgendwie 200 Tutore, man hat schon fast 1000 Schüler unterstützt. Was macht man jetzt, oder? Und da war natürlich schön, als Startup konnten wir recht schnell innovieren und wir haben innerhalb von einer Woche 80% unserer Kunden auf Online-Unterricht umgebaut. Wir haben Software gesucht, wir haben Kameras gesucht, die waren aber alle ausverkauft. Das war gar nicht so leicht, weil jeder wollte jetzt sein Homeoffice einrichten. Wir mussten unsere Tutoren mit sehr guten Dokumentenkameras ausstatten, haben wir dann über Amerika die Sachen bestellt, nach Großbritannien und die haben wir dann über die Grenze geholt. Also es war wirklich ein bisschen Chaos. Und dann lief es wieder gut und dann kam natürlich aber auch die Absage der Prüfungen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber es wurden ja die Prüfungen abgesagt. Und dann ist bei uns natürlich auch extremer Einbruch gewesen. Klar, wenn man keine Matura-Prüfung mehr hat, die LAP-Prüfungen wurden komplett abgesagt.
schon im Februar und da haben natürlich, war die Lernmotivation nicht mehr sehr hoch im ganzen Land oder in den Kantonen, die es betroffen hat. Und das haben wir natürlich extrem gemerkt bei uns, auch im Umsatz und finanziell. Und dann wiederum gab es aber die Chance zu sehen, dass jetzt der Staat in Deutschland 2 Milliarden investiert in die Nachhilfe in Deutschland. Und dann haben wir in Deutschland eine Firma gegründet. Und dann kam wieder so dieser Aufwind. Wir haben ein neues Produkt entwickelt. Wir bieten jetzt Lernskill-Trainings an, also nicht nur Fachunterricht, nicht nur online jetzt für die ganze Schweiz, sondern eben auch Lernkompetenztraining. Und jetzt geht es bei uns wieder hoch. Und das darf man so nicht direkt sagen, aber ich bin eigentlich dankbar für uns, für diese Krise, weil sie hat uns recht durchgeschüttelt. Und ich bin auch sehr dankbar fürs ZID, weil dort haben wir natürlich die richtigen Leute um uns herum, die uns sagen, nehmt das als Chance und entwickelt euch weiter. Ja, Herr Salter, als eins haben alle die Projekte gemeinsam, sie finden digital statt. Habt ihr Titel Innovation für eine smarte Hauptstadtregion? Ist das in der heutigen Zeit so ein bisschen der Weg, dass man Firmenideen auf digitaler Basis begründet und, sage jetzt mal, das klassische KMU am Ecken, nebendran, wo ich wohne, dass das eher nicht mehr das ist, was heute gefragt ist, wenn es darum geht, innovativ zu sein im Geschäftsleben? Ich würde nicht sagen, dass es andere nicht mehr brauchte, aber das ist ganz klar, mit der digitalen Technologie hat man neue Möglichkeiten geschaffen worden, wo man sehr schnell auf den Markt bringen und auch sehr skalierbar machen. Und diese Chancen gilt es natürlich zu nutzen. Und ich glaube, da muss die Schweiz auch dranbleiben. Wir sind nicht überall vorne dran, sondern wir müssen wirklich dranbleiben, dass man da auch unseren Platz findet. Und auch wirklich gute, grosse Unternehmen können aufbauen, weil die Schweiz braucht neue Unternehmen, die wiederum Arbeitsplätze schaffen. Und das ist uns ein Herzensanliegen auf dem ZID. Wir wollen mehr Jobs kreieren und wir brauchen auch Leute, die eben den Mut haben und die Wege gehen, damit wir mehr Arbeitsplätze können wieder aufbauen. Etwas anderes haben auch die Projekte auch gemeinsam. Und zwar, wie gesagt, es geht um die smarte Hauptstadtregion. Und da tut ihr den Beitrag dazu leisten, indem, dass ihr nämlich die Hauptstadtregion vielfältiger macht. Aber im Gegensatz zum klassischen Geschäft ist es halt eben nicht auf die Region bezogen, sondern die reagiert ja in einem grösseren Umkreis. Ist auch das ein Vorteil von Digitalisierung, dass man kann sagen, ich kann hier spielt eigentlich keine Rolle, wo ich mein Geschäft gründe. Wenn ich das, was ich anbiete, möglichst viel noch zugänglich machen kann, dann muss ich ja nicht in Bern hocken, dann kann ich auch schon irgendwo hocken. Absolut, oder? Das sind genau die Möglichkeiten, die digitale Technologie ermöglichen, dass ich eben weiter gehen kann. Und wir dürfen nicht, die meisten Startups brauchen einen grösseren Markt. Und für die meisten Startups lange nicht mal die Schweiz, oder? Also da müssen wir sogar über Grenzen draus rausgehen. Schlussendlich sind wir zu wenig Leute, die das Angebot würden brauchen, genau. Selbst bei 8 Millionen oder was mit inzwischen. Absolut. Ja. Aber trotzdem glaube ich auch, dass man eine starke Verwurzelung haben, gerade auch in Bern, dass man da die sein darf. Und die sind ja beides Produkte, die in Bern auch lebbar sind. Sei es in den Erlebnissen, sei es in der Theaterwelt oder jetzt auch bei Tici, wo man wirklich das auch in Bern kann, die Nachhilfestunden kann beziehen. Frau Cäsar, wieder mal zu euch über zu kommen. Die mit eurer Plattform, die müssen so ein bisschen euer Umfeld kennen. Ist das etwas, was in ähnlicher Weise geht, habt ihr Mitbewerber, mit Konkurrenten oder ist das genau, was ihr anbietet, tatsächlich relativ speziell auf dem Markt? Wir sind tatsächlich einzigartig im deutschsprachigen Raum, das kann man sagen. Und also einfach auch in der Vielseitigkeit, was wir anbieten, über eine eigene Seite haben. Wir machen jetzt zum zweiten Mal den Faustpreis, das ist sozusagen der Oscar der Theaterwelt. Wir haben den Schweizer Theaterpreis jetzt kürzlich gestreamt. Wir bieten Voucher an, wir bieten Klassentickets an, wir bieten an, dass über Konferenzen die Schulzimmer besucht werden können von Pädagoginnen, KünstlerInnen. Wir bieten Austauschformate an und natürlich reagieren wir sofort. Wenn jemand sagt, ich brauche ein Abstimmungstool, dann haben die das eine Woche später. Wenn die dringend was brauchen, dann machen wir das so gut es geht, irgendwie möglich oder versuchen, etwas zu improvisieren, um ihnen entgegenzukommen. Ich denke, das macht uns tatsächlich einzigartig, weil wir uns wirklich nur darauf konzentriert haben und die meisten dann eher so Verlegenheitslösungen gesucht haben, aber nichts, was wirklich langfristig und nachhaltig hält. Ich würde mich gerne dem, was Christian anschließt, Christian von Ohlenhausen gesagt hatte, von Tici anschließen. Es ist tatsächlich noch nicht so einfach, in Bern Finanzierungen zu finden, die langfristig unterstützen. Also Christian hatte gesagt, ihr habt in Deutschland gegründet, weil da gab es eben die Möglichkeit, zu Finanzierung zu erhalten im Bereich der Digitalisierung.
Wir haben schon ganz toll Unterstützung von der Stadt Bern bekommen, der Burgergemeinde, der Ernst-Günner-Stiftung, der Gesellschaft zum Mittellöwen. Aber leider noch nicht so sehr, wie wir es bräuchten, um wirklich die Digitalisierung mindestens europaweit zu lancieren. Wir sind natürlich auch, es gibt auch Investoren, die in SpectU investiert haben, aber es wäre natürlich auch hilfreich, noch weitere Unterstützung zu bekommen, die sagt, es muss immer der Bernbezug da sein. Und wir haben den Bernbezug natürlich auch. Wir sind auch von InnoSwiss unterstützt worden. Bei Beard Vance war ich auch sehr lange. Michael Sauter war mein allererster Coach. Nochmal in aller Öffentlichkeit vielen lieben Dank für diese großartige Unterstützung und diesen tollen Support über Jahre mittlerweile. Aber das Problem ist im Grunde dieser Bernbezug. Wir sind zwar mit der BFH, mit der Wirtschaftsinformatik in einem Forschungskanal. Wir arbeiten mit der Hochschule der Künste zusammen. Wir sind im Austausch mit der Universität Bern, mit den hiesigen Theaterstücken. Man kann viele Theaterstücke auch aus Bern auf SpectU sehen, weil uns natürlich Bern sehr wichtig ist, weil wir dort ja auch gegründet haben und auch dort sind. Aber es bräuchte tatsächlich noch mehr Aussicht. Was bedeutet Digitalisierung? Dass man von Bern in die Welt hineinkommen kann, in die ganze Welt erreichen kann. Und da fehlt mir eigentlich noch ein bisschen mehr Mut. Mehr Mut, genau, sehr schön, Frau Cäsart. Ich würde das gerne aufgreifen und wieder für, ich bin Fan von Höhle der Löwen, ich gebe es ganz unumwunden zu, egal ob es die deutsche Ausgabe ist oder die schweizerische Ausgabe oder Shark Tank, wo ja viele Startups, also die Richtung, die dir gehört, wo viele Startups auf die Beine hat geholfen. Aber ist es tatsächlich so, hinkt der Schweiz punkto Unterstützung von öffentlicher Hand? Wenn man immer sagt, die öffentliche Hand oder heute auch die Stadt Bern, der ist ja wichtig, so ein Digitaltag. Aber ist im Umkehrschluss ist das relativ zahm, wie es da mit Unterstützung aussieht, wenn man da wirklich konkrete Projekte hat? Also wenn ich da auf drei springen, vielleicht sind wir jetzt gerade nicht einig, das kann gut sein. Ich glaube nicht, dass es die öffentliche Hand ist, die immer muss zahlen muss. Also es gibt einen Punkt, wo die Investoren ins Spiel kommen. Und was wir sicher sehen, ist, dass gerade in der frühen Phase findet man sehr gute Investoren noch, also wenn das Produkt und das Angebot gut ist. Aber wenn es um mehrere Millionen geht, dann wird es effektiv schwieriger. Und dort haben wir vielleicht noch nicht das Setting, wo man einfach die Investoren auch, wo wirklich 5-10 Millionen einfach so locker können investieren. Und das ist sicherlich etwas, wo man daran arbeiten müssen, damit man das Kapital, wo es auch dann wirklich braucht, um die Startup wirklich gross zu machen, dass wir da noch Zugang haben. Und das ist auch eine ganz klare Strategie vom ZID, dass man auch international die Kontakte jetzt eröffnet, auch für die Startups. Ich werde persönlich nächstes Jahr auch in die USA fliegen, um die Netzwerke aufzubauen, die es eben braucht, damit mehr Kapital, auch grössere Brücken können finanziert werden. Also ich frage jetzt einfach mal stellvertretend für vielleicht paar, die zuschauen und denken, das, was der Herr Flück macht, wird ja machen oder das, was der Herr von Ohnhausen macht, nicht inhaltlich, aber zumindest eine Idee für ein Startup auf digitalem Weg zu gründen. Ich werde jetzt auch, mit was muss ich denn rechnen? Also die werden mir jetzt kaum auch die Zahlen auf den Tisch legen, aber im Vergleich, wenn ich so ein Startup gründen will, was habe ich da für Aufwände, wenn ich sage, ich mache eine Erlebnisseite oder ich mache eine Seite, wo irgendwelche Lehrstoffe für einen halt, oder ich mache eine Seite, wo Künstler tut für einen, nicht nur Künstler tut für einen, sondern tut komplette Streaming-Lösungen, Sachen anbieten. Von was reden wir da? Ich habe es heute Morgen schon gesagt, wahrscheinlich nicht 15.50 Franken, aber sind wir da sofort in den Millionen drin oder mit was kann man da rechnen? Also wir haben da ganz unterschiedliche Beispiele übrigens, also Teachy komplett. Ich kann es von mir kurz sagen, ich kann das gar nicht beziffern, weil ich habe mein Startup organisch aufgebaut, also wir sind komplett unabhängig von Investoren, wir haben das mit eigenem Blut und Schweiß und harter Arbeit und Verzicht aufgebaut, also das heißt auch, ich sage mal 200% Arbeitszeit, nicht 40 Stunden, sondern vielleicht 70 bis 80 in den ersten 1-2-3 Jahren. Elisabeth, du nickst. Braucht mehr durchhalten, also es beißt ja auch ein bisschen, oder? Da muss man schon unter die Idee überzeugt sein, dass das etwas wird, schlussendlich. Also man muss einfach wissen, ich kenne die Zahlen nicht genau, aber ich habe mal gelesen, 90% der Startups scheitern nach 5 Jahren. Also das ist noch ganz aktuell. Aber ich sage es mal so, als Gründer hat man oft das Gefühl, es braucht es, also das muss jetzt gelöst werden. Aber eigentlich stellt man dann fest, dass eigentlich die wenigsten jetzt auf dein Business gewartet haben. Und dann ist es ein rechter Kampf, oder sich da seine Nische zu finden, seinen Platz zu finden.
Und da muss man eine gewisse Leidenschaft mitbringen, also eine gewisse Passion. Ich zum Beispiel bringe einfach richtig Liebe für die Jugend mit. Ich habe auch viele schwierige Phasen gehabt im Unternehmen. Aber das ist das, das ist dieser Treiber, der einen immer weitergehen lässt, egal was kommt. Da geht man von der einen Hürde über die nächste drüber. Und deshalb gibt es ja auch den anderen Weg. Also man holt Investoren rein und hat es dann, sage ich mal, ein bisschen einfacher. Ja, oder? Ob es dann wirklich einfach ist. Genau, ob es dann klappt, genau. Ob es dann aber klappt oder nicht, hängt nicht nur damit, also nicht nur davon ab. Der Herr Schlück, also, der jetzt vorhin gesagt hat, wir warten immer auf das Business, das man selber hat. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Welt darauf gewartet, dass jemand kommt mit einer Seite, wo ich ein Erlebnis buchen kann. Vielleicht sage ich dir mal auf jeden Fall. Also, das ist eine gute Sache. Ich muss wirklich mal testen. Das ist sehr gut. Also, die, die es schon erlebt haben, die werden es nicht mehr geben in dem Sinn. Und werden es gerne wieder erleben. Das, ich glaube, das kann ich sagen. Wie habt ihr für eine Erfahrung gemacht, dass man das Produkt oder eure Vision, die man ja hat, auch irgendwo muss am anbringen, also dass ich irgendwann bei der Fallschirmsprung kann buchen, ein bisschen verpackt ist das Ende, aber es muss ja auch dahinter stehen, dass ich wiederkomme, dass es jetzt ja im Fall nicht ein einmaliges Erlebnis ist, sondern dass ich zuerst mal denke, oh, Aventura und das buche ich wieder. Ja, das braucht schon einiges, das braucht auch Marketing, also das Produkt kann auch so gut sein, es verkauft sich einfach nicht von selber. Und Marketing Marketing verschlingt so richtig Geld, oder? Ja, das braucht Geld. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Formen von Marketing, die man betreiben kann. Also, es ist klar, man kann einen TV-Spot machen, wie es Cavalucci im Moment macht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer. Man kann einen smarteren Weg, den die Herren hier auch machen, über Social-Media-Geschichten. Aber es kostet Geld. Es kostet Zeit und natürlich Mittel braucht es dazu. Und dann musst du natürlich irgendwo musst du auch die Lösung haben, um das überhaupt irgendetwas verkaufen zu können. Wir haben das so recht. Wir haben also für Swisspreneur, einen Schweizer Startup-Podcast, die haben uns quasi als Bootstrap-Startup bezeichnet, also auch organisch gewachsen. Weil so wenig Geld, wie wir schon bekommen haben, das zählt wie gar nicht, denke ich, für die. Also wir haben konkret 100'000 von der STI bekommen, wo wir als Darlehen, muss ich sagen, wo ich sehr dankbar war, plus 200'000 Franken von diesen Höhlen der Löhne. Aber es ist schon brutal anstrengend. Also ich würde es heute nicht mehr so machen. Ich würde viel früher Geld suchen. Aber doch Höhle der Löwen, das hat mich dünn gehabt. Ja, es war genau das. Voilà, dann habe ich euch im Fernsehen verfolgt, und heute hingeklatscht, was zum Deal ist gekommen, in diesem Fall. Frau Cesar, wie ist es bei euch? Wie habt ihr eure Idee müssen am Anbringen, dass die Leute realisieren, was ist die Idee dahinter, für was kann ich das nutzen, kann ich das buchen? Wie ist das? Da müsst ihr Überzeugungsarbeit oder Erklärungsarbeit leisten? Oder ist für eure Kunden klar gewesen, um das geht es, das brauche ich? Vielleicht einmal kurz noch zur Finanzierung. Wir haben es auch so gemacht über Bootstrapping. Ich habe auch selbst Geld reingeschmissen und dann gab es Investoren, die sich uns angeschlossen haben und auch weiterhin an SpecU glauben. Und dann gibt es natürlich eben diese Förderung der öffentlichen Hand. Ich spreche da von einer Mischfinanzierung. Genau. Und tatsächlich war es so, dass zu Beginn, als die Idee da war, Corona noch nicht da war. Und wir aber gemerkt haben, dass der Need trotzdem ausgesprochen wurde. Und was ich eben gelernt hatte in diesen tollen Kursen, auch bei Michael, war, vergiss alles, was du hattest, vergiss deine komplette Idee, mach ein leeres Blatt daraus und fang von vorne an. Frag einfach nochmal die Leute, mach Interviews, geh zu ihnen. Frag wirklich, was ist dein Need, was brauchst du? Und aufgrund dessen konnte ich überhaupt erstmal eine sehr solide Grundlage für SpecU entwickeln. Genau. Und dann kam natürlich Corona und hat alles ein bisschen gecrashed, aber wir hatten diese Grundlage, auf der wir dann eben als Basis noch aufbauen durften. So. Jetzt wenn wir auch die Business, wo die nicht drin sind. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, mach ich nochmal. Entschuldigung. Sicher. Ich wollte noch eine Sache zum Marketing sagen. Ja. Das ist bei uns natürlich auch mit Corona natürlich ganz praktisch gewesen. Wir hatten einen großen eine große Medienaufmerksamkeit bekommen und andererseits durften wir bereits über 200 Livestreams von verschiedensten Häusern und Theatern machen und die wiederum bringen halt dann ihre ganze eigene Base rein. Also wir haben im Grunde die Theater als unsere KundInnen, aber gleichzeitig auch als Multiplikatoren, genauso auch die Theaterverbände etc. Und das kann ich eigentlich nur allen empfehlen. Geht in die eigenen Bubbles und guckt da, wie kann eigentlich das als Multiplikator verwendet werden, um das, ja, eigentlich meine Company
bekannter zu machen, das, was wir tun. In den eigenen Netzwerken, habe ich das Gefühl, kommt man natürlich auch am schnellsten voran, also tatsächlich mehr auf B2B, aber letztlich ist es dann bei uns im Produkt auch B2C. Gut. Wunderbar. Was kann ich vorhin sagen? Genau, eure drei Projekte oder eure drei Firmen, so unterschiedlich der Inhalt ist, wie gesagt, wir uns im digitalen Welt bewegen. Es ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob ich irgendwo in einem Dorf bin und ich habe einen Metzger oder zwei Metzger oder drei Metzger, wo ich dann schauen kann, wo ist welches Fleisch besser und so weiter. Also es wird in diesem riesigen Pool der digitalen Welt irgendwo durcheinander vielleicht auch Mitbewerber geben. Wie behaltet man sich da frisch, wie behaltet man sich fit, wie behaltet man sich die Konkurrenz nicht vom Haus, aber zumindest im Überblick, dass ich weiss, die gibt es auch noch. Und die schwimmen vielleicht irgendwann in einem ähnlichen Bereich wie ich umeinander. Das ist wahrscheinlich recht einfach. Man muss den Markt erstmal sehr gut kennen. Also man braucht dazu eine sehr gute strategische Arbeit. Also die Markttrends zu beobachten, aber auch seine Mitbewerber. Ich nenne sie nicht immer Konkurrenten, weil ich sage mal, Tici kann sich nicht anmaßen, alle Schüler der Welt zu unterstützen. Da braucht es natürlich Unterstützer, andere Firmen. Und was mein Learning war, ist, man braucht eine Kenntnis über das, was andere machen und dann eine klare Positionierung, dass man sagt, das machen wir und das eben nicht. Und dann kann man auch einen Kunde mal an den Mitbewerber weiterleiten und sagen, schau mal, die machen das anders, die machen das so, das ist vielleicht besser. Und ich denke eher so an eine unterstützende Richtung und dass man sagt, jeder hat so seinen Platz. Und auf der anderen Seite denke ich, dass man das aber regelmäßig machen muss. Also meine Erfahrung war, während Corona hat sich der Markt extrem geändert, auch geöffnet. Mhm. Er wurde sehr international. Es sind Produkte vom Ausland ins Inland gekommen. Wir haben auch gleichzeitig aber die Möglichkeit, von hier ins Ausland zu gehen oder auch mit Mitarbeitern im Ausland zu arbeiten, sei es in Indien oder in Amerika. Es geht einfach auf. Ja, ich denke, das ist wichtig. Wunderbar, wie heißt ihr es, Herr Flück, wenn es mit Konkurrenz geht, je nachdem? Wir haben das Glück, oder manchmal ist es, macht es auch schwierig, aber wir haben wirklich eine sehr komplexe Lösung. Also unsere Mitbewerber, die gibt es seit Jahrzehnten, die sind riesig, die gehören unseren grössten zwei Mitbewerber, die gehören zu ProSiebenSat.1, haben sie eine riesige Medienreichweite. Aber ich glaube, die würden das nicht schaffen, weil die begrenzt, die verkaufen einfach Gutscheine und dann ist fertig, alles andere ist ihnen wirklich egal. Also es ist weniger persönlich, würde ich sagen. Genau. Und wir haben klare USPs mit der Überraschung, mit dem individuellen Erlebnis. Wir alles organisieren im Hintergrund. Also wenn man ein Geschenk bekommt, muss man sich um nichts kümmern. Wir sagen, auf welchen Bus das muss oder wo man herfahren und so weiter. Und das ist nur dank der Software, die wir entwickelt haben, möglich. Und ich behaupte, die Grossen, die schaffen das nicht. Weil die sind ihrem Denken viel zu fest gefahren. Und das Einzige, was könnte passieren, ist, dass ein Neuer kommt und das auch anbietet, was aber den Markt auch wieder belebt. Aber auch dort mit irgendwie, also da braucht es dann schon einiges an Kapital. So eine anstrengende, mühsame Geschichte, so wie man das gemacht hat, tut sich auch nicht manchmal an. Aber das heisst für euch auch, dass ihr sagt, ich habe eine gewisse Größe, die ist mir bewusst und die wollte ich aber eigentlich auch so behalten. Mein Ziel ist nicht, irgendwie schlussendlich eben genau in so eine Größe zu wachsen, wie es eure Mitkonkurrenten, die ihr erwähnt habt. Doch, wir wollen schon wachsen. Also wir sind jetzt in den grösseren deutsch-schweizer Städten oder Regionen. Und jetzt haben wir haben schon eine Überraschung in San Francisco durchgeführt, einfach zum Test, ob es funktioniert. Das war kein Problem. Das war damals, wo wir noch sehr viel von Hand gemacht haben. Jetzt haben wir einen sehr grossen Teil automatisiert. Und jetzt haben wir gerade letzten Samstag die erste Überraschung in München durchgeführt. Und es hat absolut problemlos funktioniert. Die gleiche Software macht genau das Gleiche dort. Und das ist natürlich recht cool und wir sind bewusst auf München, wir haben es evaluiert, die Angebotsdichte ist sehr hoch, es hat genug Einwohner und so weiter. Aber es ist auch so ein bisschen symbolisch für mich, weil unsere Mitbewerber hocken dort und wir gehen genau dort her, um zu zeigen, wir sind da. Also es braucht eine super Idee, es braucht Innovationskraft, man muss sich selber zerstören, immer wieder neu erfinden, man muss das Umfeld im Überblick haben. Ganz wichtige Punkte, aber schlussendlich sind wir alle halt in einem Kuchen drin. Es gibt eine gewisse, ich sage jetzt mal, es gibt eine begrenzte Anzahl, natürlich eine wachsende, aber trotzdem eine begrenzte Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern, die sich irgendwo durch, dann muss schauen, dass der Kuchen aufgeht. Jetzt seid ihr... Bei euch kommen die Leute zusammen. Ganz viele, die unterschiedliche Ideen und Start-ups haben. Jetzt könnt ihr ja wahrscheinlich nicht 10 betreuen, die gleiche Idee haben wie er oder wie die Frau
Frau Cäsar, was sagt ihr denn? Macht ihr etwas anderes? Weil es gibt schon genug von denen auf dem Markt, oder wie läuft das? Es ist gar nicht notwendig, dass man sie eins zu eins betreut. Ich glaube, das sind gestandene Unternehmer. Wichtiger ist eher, dass sie eben das Learning untereinander haben, dass sie stattfindet, dass der Austausch sind. Hey, wie machen die das? Wie haben die das gelöst? Wie sind eure Erfahrungen dort drin? Und so sie ihren eigenen Weg finden. Ich glaube, was man immer aufpassen muss als Unterstützer, man kann nicht den genauen Weg voraussagen. Das kann man nicht. Sie sind Spezialisten, nicht wir. Wir können höchstens sagen, hey, hast du das gedacht? Oder red mal mit dem Spezialisten. Und das ist unsere Aufgabe. Also unsere Aufgabe ist, das Wissen zusammenzubringen, dass sie sich schneller selber weiterentwickeln können. Was ist mit den 90% Startups, die wach abgehen, vor jeder Wand? Vielleicht ist die Zahl nicht so hoch, ich weiß es nicht. Aber sind das zum Teil auch Startups, die dir empfehlen würden, ein bisschen mehr Schnuff wäre noch gut und nicht aufgeben? Oder an was scheitert es denn bei den meisten? Also grundsätzlich, die Zahl ist sicherlich tendenziell eher ein bisschen zu hoch, würde ich sagen. Also wir sagen eher, von 10 sind 2, die wirklich durch die Decke gehen, 4 gehen so und 4 sterben relativ ab. Aber es ist ein Teil vom System, das Absterben braucht es auch. Aber es kann nicht alle, es muss kann auch. Nicht alle aufnehmen. Es, ja. Es kann nicht und es ist ein Teil. Und ich glaube, in der Schweiz haben wir fast manchmal das Problem, dass das Absterben zu langsam geht. Wenn man doch überall noch ein bisschen Geld findet. Ich glaube, es ist auch nicht realistisch, dass die erste Idee immer die beste Idee ist. Wir brauchen auch eine Kultur, wo wir lockerer sind mit den Failure, mit dem Scheitern, sodass man es eben wieder wagt. Ich sage immer, eigentlich muss erst das Startup machen, um zu lernen. Das zweite, um richtig erfolgreich zu machen. Und das sieht man wirklich. Die Gründer, die das zweite Mal ein Startup aufbauen, die machen das ganz anders. Viel fokussierter, viel schneller. Die wissen viel mehr, was sie machen. Aber es ist natürlich auch cool, wenn es die Leute gerade auf das erste Mal arbeiten. Also das sagen wir natürlich auch nicht nein. Ich würde sagen, Frau Cäsar, das ist euer erstes. Euer erster Versuch, also Versuch ist jetzt untertrieben, aber euer erstes Projekt, nicht euer zweites, oder? Nein, das ist das erste, ja genau. Wunderbar. Ich wünsche euch viel Erfolg auf dem Weg. Wenn wir am Schluss sind von dieser Gesprächsrunde, was ist euer Wunsch, muss sich von euch aus im Umfeld, wo ihr euch bewegt, für mit diesem Geschäft können Bestand zu haben oder noch weiter zu wachsen, sich etwas ändern, was jetzt noch nicht ist? Irgendein Wunsch richtig Behörde oder Parameter, die man euch zur Verfügung stellt, oder ist so weit alles in der Ordnung? Excuse, das habe ich nicht verstanden. Kein Problem. Ich wollte fragen, ob ihr einen Wunsch am Schluss habt, die richtige Behörde oder die richtige Parameter, ja. Also die richtige Ausgangslage, wie ihr euch mit dem Geschäft könnt bewegen könnt, ob sich dort etwas muss ändern muss oder ob eigentlich alles so, wie es ist, gut ist für euch. Ich denke, ich könnte da tatsächlich einfach nochmal den Wunsch wiederholen, mehr Mut zu haben ins Großdenken, ins Bern, also wenn wir hier schon, also auch Bern als Hauptstadt thematisieren, dass Bern sich auch der Welt mehr zeigen kann und gleichzeitig auch noch stärker sagen kann, wir sind da und hier eben auch die digitalen Kanäle nutzt. Das wäre mein Wunsch. Und natürlich dann entsprechend auch eine entsprechende Förderung. Ein Flück tut sich Bern manchmal schon ein bisschen verstecken. Stimmt das Klischee, dass wir so ein bisschen manchmal nicht nur vorher stehen und sagen, das sind wir und das können wir und das machen wir? Ja, 100%. Also bin ich überzeugt. Ich glaube, wahrscheinlich, wenn man Michael fragt, das Paradebeispiel dafür. Und wahrscheinlich zu zurückhaltend und zu bescheiden häufig. Aber ich glaube, so ein Mindset entwickeln, das wächst wahrscheinlich auch mit dem Ökosystem. Und gerade wenn wir von den digitalen Lösungen reden, ist das schon cool. Jetzt gerade unsere Lösung zum Beispiel oder bei euch ist das auch so, man kann die gleiche Lösung einfach wirklich raustragen in die Welt, aber es ist dort in Bern entstanden und da entstehen dann auch die Arbeitsplätze. Und das ist meine persönliche grosse Motivation, dass das eben der Grossteil dann da bleibt, aber man kann es halt dann wirklich gross machen. Ich werde das eigentlich das Schlusswort nehmen. Wir sind am Ende von unserer Zeit. Es ist vorbeigegangen wie im Flug. Frau Cäsar, merci vielmals für das Teilnehmen, dass es noch geklappt hat. Es war eine sehr spannende Gesprächsrunde. Ich heiße Alter ebenfalls, Herr Flück und Herr von Ohnhaus. Und danke für den Besuch im Kellerstudio vom Erlacherhof. Ja, meine Damen und Herren, es geht nach ruckzuck weiter, gestärkt aus der Krise. Junge Berufseinsteigerinnen berichten, also Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen berichten, jetzt so geht rund um die Pandemie, wie sie das so erlebt haben. Ebenfalls eine spannende Runde, die ich hier begrüße. Bis nachher, gerade danke.